What goes in with Mashki? Yes, yes, yo. Hey! Oh. Alter, ist es scharf. Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag in der Hood Cuisine. Party Peoples. Mashki, wir wollen. Wir waren biologisch einkaufen. Wir machen heute was mit Aubergine. Ich weiß, klingt langweilig. Genau, ich habe halt die Livestreams ja bei dir gesehen und habe ja gesehen, du mutierst jetzt vom Pizzabesteller zum Pizzabäcker. Ja, und zwar gibt es heute ein Gericht, was überwiegend fleischlos daherkommt. Also es ist auf jeden Fall auch mit, könnte man auch mit Tofu machen. Es gibt Aubergine mit einer Füllung, einer sehr scharfen Füllung. Knoblauch, Chili, garniert mit Petersilie und Minze und Granatapfelkernen und Chorizo, sehr scharf angebraten. Das ist die Power Aubergine. Es lebe der Weitwinkel, denn so groß ist sie gar nicht. Hood Cuisine mit Mashki. Yes, yes, yo. Also mit dem Helm habe ich angefangen zu streamen. Genau, und ich habe mich aber relativ schnell aus der Szene wieder zurückgezogen. Ich bin ja ab und zu noch am Stream, aber eher auf der anderen Plattform. Und eher auch fotografisch und Photoshop-bezogene Themen. Also sag mal so, wir brauchen auf jeden Fall einen Mixer, ne? Das Geile daran ist, das Ganze, umso länger du es im Ofen behältst, umso besser wird es. Also du kannst es eigentlich nicht verkacken. Außer du hast keine Geduld, dann schmeckt die Aubergine wie ein Apfel. Wir müssen jetzt das Innere der Aubergine so ein bisschen raus. Ich mache das immer so. Ich mache mir so ein schönes Muster rein. Robert hat mir vor ein paar Monaten, hat er das gekocht und hat mir dann ein Bild geschickt und das sah schon sick aus. So sieht das aus, Freunde. Eine andere Sache, darf man eigentlich verraten, warum du in Berlin warst, ne? Oder doch? Ich habe für einen Rapper Fotos gemacht. Für ein neues Album. Für ein neues Album, für Herrn Sports. Also Mashki und Zavolino und ich haben auf jeden Fall, als GTA rauskam, wir haben so gesuchtet, Leute. Das waren wirklich jahrelang. So. Nein, bei mir war es halt so, ich habe klar 2008 angefangen. War zu der Zeit noch Mediengestalter und habe halt angefangen, hobbymäßig zu fotografieren. Mich hat das so geflasht, dass ich einfach nur noch am Fotografieren war, von morgens bis abends, und halt meine eigentlichen Jobs so ein bisschen bzw. komplett vernachlässigt habe. Ja, und so gesehen hatte ich dann einfach keine andere Wahl. Ich musste damit Geld verdienen. Ja, und dann habe ich einfach damit Geld verdient. Hey! Kann mir eigentlich mal einen erklären, was ich mich schon immer gefragt habe, woher kommt eigentlich dieses Kappa? Aubergine packen wir jetzt in die Backform. So, wir machen das Ganze jetzt zu. Wie man sehen kann. Und das kommt jetzt so in den Ofen, bei volle Pulle, alles was geht. Es geht darum, dass die Aubergine jetzt da drinnen einfach so ein bisschen in sich dünstet halt. Die Aubergine enthält ja viel oder relativ viel Flüssigkeit so, und dadurch, dass es geschlossen ist, dampft es da drinnen und dadurch wird es schön weich. So, ich mache jetzt kurz die Chorizo klein, aber man kann auch, wenn man jetzt das Ganze vegan machen möchte, kann man stattdessen auch Räucher oder scharfen Räuchertofu nehmen und den halt knusprig braten. Es geht darum, dass wir machen, wir werden die Chorizo komplett. Ich bin kurz abgeschneit. Ey, war was? War irgendwas? Wo ist der Mesh? Ich hatte das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit von mir gewichen ist gerade. Warum ist er einfach so laut? Das hat er gemacht. Ach, kam das Ding gerade? Wer? Nix. Also, wir werden die Chorizo jetzt in kleine Stücke schneiden. Riecht ein bisschen verbrannt hier. Das ist wahrscheinlich, weil da irgendwas anderes mal im Ofen drin war. Ja, das sind alle. Da werden Schuhe getrocknet drin im Ofen. So, wir werden jetzt die Chorizo hier drin, die ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit so sehnsüchtig anguckt, einfach so ein bisschen, die werden fast verkohlt. Und es geht einfach darum, dass wir das ganze Fett da rauskriegen. Es geht einfach darum, das soll einfach so ein bisschen die, ja, halt die fleischige Konsistenz in dem ganzen Gericht natürlich ergeben und halt auch vor allem das Salzige. Das Würzige. Oh. Ich wollte mal gucken, wie du reagierst. Und dieses Stück Aubergine. Oh, das sieht gut aus. Mit Symmetrie. Jetzt nehmen wir unsere Salatmischung, also das ist eine Petersilie und Minze einfach. Machen wir das wirklich, wirklich grob hier drauf. So. Also wie gesagt, normalerweise nimmt man... Ah, das sieht schon gut aus, Alter. Sieht man das auf der Kamera? Na, wirklich frische Granatapfelkerne. Wir hatten leider nur tiefgekühlte. Boah, ist scharf? Nö. Alter, ist es scharf. Oh, es ist doch ein bisschen sehr scharf geworden. Boah, brutzelt bei mir auf jeden Fall die Flöte nachher durch. Ui!
Okay, eine Chili hätte gereicht auf jeden Fall. Ey, schmeckt schon krass. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Bleibt vor allem gesund. Peace for freedom. Ciao, ciao.